Schau, das kennt ihr jetzt nur von mir. Heute werden wir auf Montana Black reagiert, auf dumme Autofahrer. Montana Black Reaktion reagieren. Ich muss ehrlich gestehen, ich feiere Montana Black Reaktionen. Einfach nicht nur, weil ich Montana Black feiere, sondern auch, weil sie unterhaltsam sind, weil sich Montana Black ziemlich schnell aufregt, wenn irgendwas Dummes passiert oder so im Video. Aber ganz ehrlich, alles, was ich in diesem Video sage oder tue, soll Montana Black oder die Crew oder der Kevin nicht beleidigen. Die Crew und der Kevin, oder richtiger Kevin, sorry, sind die beiden Channels, die von Montana Black die Highlights hochladen. Und ja, deswegen, es geht nur zur Unterhaltung. Also, los geht's. Okay, er regt sich gerade unnötig auf, der Motor. Ja gut, er war schon halt nah, aber... Es ist schon krass, wie Monte die ganze Zeit irgendwie Subs oder so reinkriegt. Klar, ich will nicht sagen verdient. Verdient auf Platz 1, Nummer Twitch, Nummer 1 auf Deutschland oder europaweit vielleicht sogar, weiß ich jetzt nicht. Aber ich weiß, dass er Platz 1 definitiv in Deutschland ist. Meiner Meinung nach verdient. Es gibt aber Leute, die natürlich ihn nicht feiern, aber meiner Meinung nach verdient Platz 1. Ist jetzt aktiv schon wieder. Oi, oi, oi. Okay. England ist das, glaube ich, ne? Ja. Muss das England sein? Ja. Das kommt schon. Ja, das ist England. Das hört man so an der Stimme. Er hat ein bisschen einen Pfeifen. Monte regt sich wieder auf, wie lange das geht. Okay. What the fuck was that about that day? Lol. Der am Handy, die am Rauchen, die am Kiffen. Ne, die trinkt was, die trinkt was. Und die da hinten sehe ich halt nicht. Ey, ey, ey. Der kommt gar nicht klar. Yo. First thing, I was doing 50 miles an hour, you come right out my fucking arse that close. Now you're talking about my fucking bike. Got proof. Fuck off, you knobhead. What? You haven't yes, you fucking was. You was that close to me. Uh-oh. Oh nein. He was that fucking close to me. What are you doing getting that fucking... Oh my god. Get in over the fucking bike. Fuck off. Fuck off. Get back in your fucking car. Fuck off. Oh what? What are you gonna do? Fucking slag. You're on the fucking camera and I said piss off. Was denkt die... Also ihr seht das jetzt nicht so gut, ich weiß. Aber Digga, was denkt die jetzt nicht ehrlich, was die ist? Mit ihrem Fleck hier am Shirt, Alter. Let's a fucking drive. Fucking cunt. Guck mal, die Kinder schauen einfach nur zu, Alter. Shut the fucking cunt. Wird jemand so zu meiner Mutter reden, ich würde aussteigen und einfach mal schauen, ey, was, ob der noch ein bisschen weiter redet. Und die anderen genauso, Alter, ich würde aussteigen, Mann. Aber peinlich von dieser Mutter. Fuck off. Ja, also da muss ich wirklich sagen, ich, nicht, dass ich zur Gewalt aufrufen möchte. Okay? So wie er es gemacht hat, ich auch ist nicht. Richtig. Aber ich glaube, ich hätte einfach eine Kopfnuss gegeben, Digga. Also so rein aus Emotionen heraus. Aus der Vernunft auf keinen Fall. Aber ganz klar zu sehen, die bedrängt ihn so heftig, dass er auf dem Motorrad fast einen gefühlten Unfall baut. Und dann denkt sie auch noch, sie wäre im Recht. Ich denke, der Fleck. Hier mit dem Helm. Ja, Bam! Fuck off! Fuck off! Fucking cunt! Die Kinder denken sich auch nur, Bruder, bitte nicht. Ja, gut, wäre das meine Mutter, wäre ich glaube ich, also hätte ich ein bisschen anders reagiert, aber anscheinend sind das nur Kollegen oder so. Nee, aber auch als Kollege. Go on, bye. Fuck off. Fuck off. Er zeigt jetzt den Mittelfinger. Der Dicke weiß nicht mal, wie er den Mittelfinger zu zeigen hat. Cool. Was war das denn für ein Zeichen? Neue Gang zeigen wir aus? Go on, bye. Fuck off. Ey, der macht Peace, Alter. Fuck off. Er macht einfach so. Lul. Na gut, da kennen wir jetzt halt die Vorgeschichte nicht. Ist halt
Let's go, come on. Er zeigt nur auf die Kamera. Das war gerade ein Fortnite-Sound. Okay. Am Parkplatz. Das ist immer ein gutes Zeichen für eine Schlägerei. Ist er das? Ja, ne? Ja. Oh nein. What are you doing? You realize you cut through a fucking parking lot, which is illegal. You fucking change lanes. You change lanes both fucking times. You went around me. You cut through a parking lot that is illegal. It's all on video. Good. It's all on video. No. You know what? I made the lane change. You what? You went in between. No turn signal. You dumbass. No turn signal. Der kann ja nicht mal richtig laufen. Was will der denn machen, Mann, wenn der Motorradfahrer da aussteigt und Dicker. No fucking turn signal. No turn signal. You cut through a fucking parking lot, which is illegal in the first place. That doesn't matter. You're doing back and forth. You're a fucking idiot. You're a fucking idiot, dude. You're stupid. You're a fucking idiot. You are. You broke laws, so you got pissed off at me because I was going to go around that car. Fuck you. You fucking piece of shit. Ooh. You're so hard. Oh. You're so hard. You're so hard on the road, aren't you? You're so hard on the road, aren't you? Now that I'm here, you ain't doing shit. What are you gonna do? Do something. Do then. Something, dude. You do it. I got a fucking full helmet on and gloves with fucking carbon fiber. Fuck me up. Let's go. You're a punk ass little bitch. No, you are. Dude, you better get out the fuck out of my face. I swear to God, I'll fuck you up. It's all on video, dumbass. Sit in your fucking car. Ja, unabhängig. Oh my God. Auf Straße große Fresse und danach Parkplatz ist er ruhig. Davon, dass ich den Ärger vom Motorradfahrer verstehen kann, alten Opa Schläger anzudrücken, klar, die Emotionen und uneinsichtiger Opa, aber also ich kann jetzt so für mich, ich könnte dem Opa keinen in die Schnauze hauen oder Gewalt anwenden, weil es ein alter Mann ist und ich habe eins gelernt, man schlägt, außer man muss sich selber verteidigen, in dem Fall, wenn der Opa ihn jetzt geschlagen hätte, dann hätte er sich verteidigen können oder hätte ich mich verteidigt, wenn ich in der Situation gewesen wäre, hätte der Opa mich angegriffen, hätte ich mich verteidigt, aber auch nicht in Form von, ich hau ihn in die Fresse, es sei denn, ich muss wirklich, sondern indem man einfach mit Kraft ihn zu Boden drückt, ruhig stellt, aber ich habe eins gelernt, man schlägt keine alten Menschen, man schlägt keine jungen Kinder, es sei denn, du bist selber noch ein Kind und musst dich verteidigen, aber als Erwachsener schlägt man keine Kinder und man schlägt keine Frauen. Alle drei Aspekte, aber wenn man selber für sich verteidigen muss, dann ist nochmal ein bisschen was anderes. Fucking retard. Na gut, aber bei so einem Opa muss ich auch noch ehrlich dazu sagen, Digga. Also es tut mir leid, aber wenn ein Opa so auf dir zukommt, klar, der ist vielleicht jetzt ein bisschen, oh nee, jetzt kommt noch eine Modi dazu. Exactly! He's a fucking jackass! Ah. Die ist sogar mit ihm, lol. It's all die Hoodie. Ich find die beleidigt. No turn signal! Oh, nee. You're doing back and forth! You're a fucking idiot! You're a fucking idiot, dude! You're stupid! You're a fucking idiot! You are! You broke laws, so you got pissed off at me because I was gonna go around that. Jetzt hat er gecheckt, dass er wirklich die Kamera hat. Er hat mehrmals auf die Kamera geschaut. Und jetzt checkt er so, fuck. Car! Fuck you, you fucking piece of shit. You're so fuck hard, off. You're so hard, you're so hard on the road, aren't you? You're so hard on the road, aren't you? Now that I'm here, you ain't doing shit. Do something. What are you gonna do? Do something. Do then. Something, dude. You do it. I got a fucking full helmet on and gloves with fucking carbon fiber. Fuck me up, let's go. You're a punk ass little bitch. Er hat einen Helm an, er hat zwei Handschuhe an, er wäre, was will der andere tun? Aber ein guter Konter mit seinen Handschuhen und mit dem Helm, Digga. Dude, you better get out the fuck out of my face. I swear to God, I'll fuck you up. It's all on video, dumbass. Dumbass. Sit in your fucking car. Fucking retard. Hey, almost hit her. That's too bad. Yeah, it's too bad. You're all hard on the fucking road. Fuck off, asshole. You're all hard. Walk away, bitch. Und nein, das ist nicht meine Maus. Meine Maus ist hier. Ich kann aber schon verstehen, dass der Motorradfahrer so sauer ist. Motorrad hat halt keine Knauszone und unachtsame Fahrer. Und anscheinend war es ja ein scheiß Manöver von ihm. Unachtsame Fahrer
können dir halt einfach dein Leben nehmen. Einfach so. Und dass der Opa so uneinsichtig ist, das, glaube ich, hat einfach den Motorradfahrer so aufgeregt. Es gibt auch viele Videos, diese Videos feiere ich. Aber wisst ihr, was ich am meisten feiere? Wenn in solchen Situationen die Leute aufeinander zugehen und sagen, der Schuldige sagt, tut mir leid, mein Fehler, sie geben sich die Hand, beide fahren ihre Wege. Das ist die beste Lösung. Fucking dickhead, man. He doesn't fucking use them. He cut to a fucking parking lot, whipped around everybody. Wie hab ich gerade gehustet? So. It was all back there on fucking... What is it? What is this road? First in fucking... Wo ist das? Das Bangladesch? Nee, das ist... wo ist das? Warte mal. This line... You're not allowed to cross. Okay, ja. Gerade Linie darf man nicht rüber. Schon wieder Fortnite Sound. Oh mein Gott! Oh mein also Gott! In solchen Ländern mit dem Straßenverkehr wundert mich gar nichts mehr, Digga. Da hätte ich auch richtig Angst zu fahren, Digga. Weil da brauchst du gefühlt für den Führerschein eine Ziege, Digga. Nö. Aber das wollte ich auch gerade sagen. Bei so einem Verkehr, ich meine, sorry, er fährt dem anderen. Warte mal. Hier. Er fährt dem anderen aber auch ziemlich nah. Und wenn der bremst, ist er zu langsam. Aber ja, ich weiß meine Haare, aber. Aber auch er fährt ein bisschen zu nah ran, aber auch, also, wie gesagt, das war dann schon übertrieben knapp. Also in solchen Ländern mit dem Straßenverkehr wundert mich gar nichts mehr, Digga. Da hätte ich auch richtig Angst zu fahren, Digga. Weil da brauchst du gefühlt für den Führerschein eine Ziege, Digga. Ja, das check ich jetzt nicht. Hau der nicht. Oh, wow! Oh. Der Hund läuft einfach über die Straße, Digga. Was ist das? Oh nein, lass es doch sein. Ist das Steels Vater? Steels Vater. Steel? Statement? Traffic, Bulle, ne? Oh lol. Was ist da lago? Was ist da lago? Ja, aber dann mal eine Bocker. Sonne, Sonne, eine. Ja, hab ich regelmäßig auch schon wieder. Was ist da? Was ist da? Nie, was ist da? Wo du denkst, so Steels Fahrer, Alter. Auch nichts gegen Steel, ne? Wissen wir, was ich mich manchmal frage, wenn ich die Reden höre? Wie für die sich unsere Sprache anhört, wenn wir reden? Das hört sich ja ganz komisch für mich jetzt an. Das ist einfach nur gar nicht böse gemeint. Aber ich würde mal gerne wissen, wie das sich für jemanden anhört, der diese Sprache spricht, wenn er mich hört. Ob das auch für ihn so blöd oder langsam. Wisst ihr, wie ich meine? Wahrscheinlich ist es auch für ihn komisch, denn wir sprechen ja ein bisschen langsamer oder ein bisschen gechillter. Gut, vielleicht kann das sein, dass sie ein bisschen aufgebracht sind und deswegen, also ist er ja, logischerweise. Und deswegen reden die auch ein bisschen schneller. Wir reden ja auch ein bisschen schneller, ihr wisst schon, wenn wir ein bisschen aufgeregt sind oder genervt oder was auch immer, dann können wir ein bisschen lauter reden, aber glaube ich schneller, ja, auch, aber bei denen ist es glaube ich so normal, dass man einfach so schnell redet. Wenn wir so langsam reden, checken die auch nichts, wovon wir reden, ja, und die machen ja keine Pause, Alter, wo schnappen die Luft, Alter, aber, ja. Ja, also... Ja... Das hätte auch echt nach hinten losgehen können. Das war schon kritisch da, was da passiert ist. Ja, aber auch da, also sorry, er fährt dem ja übelst nahe auf. Also da haben beide, klar, das von dem Truck, unnötig AF, aber AF, da bin ich, egal. aber auch das hier, aber natürlich, der andere hätte dem anderen das Leben nehmen können. Und ich glaube, das nimmt einem nicht das Leben, wenn man, klar, wenn jetzt der Vollbremse macht und man fällt dagegen, vielleicht Bein gebrochen oder so. Oder Arm oder Kopf oder so. Auf jeden Fall, das hier war übelst gefährlich. Da, Digga. Gut, Sachlage geklärt. Oh. Really? Okay. Jetzt kommt safe irgendein Fahrer oder so. Schon laut. Also kommt doch locker gleich jemand raus. Oh, whoa, 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 whoa. Get off the bike, get off the bike. One sec, get off the bike. Police officers, mate, we'll ID you in a second. Sorry, what? Don't worry, mate. Whoa. Police officer. What's going on? Officer McCaffrey. Jesus Christ, guys. He said several robberies in the area. Huh? Do you want a motorbike doing wheelies up and down the street? Yeah, apologies about that. Come off.
You'll be set some go on my colleague's side, alright dude? I'll get your bike. Go on my colleague's side. Okay. Could be searched, okay? Okay. Place your hands here, drop your gloves. Just drop them, dude. Cheers, dude. What are you doing? Right. This is where I usually practice. Come on, der lässt doch gleich das Motorrad fallen, oder was? Digga! Und der nimmt dir den Handschellen? Für was? Das könntest du, glaube ich, in Deutschland nicht mal machen. Darfst du nicht. Me and my colleague are chatting to you. Mhm. Because we've had lots of moped robberies today. Yeah, I know that. We had a report just from around the corner that there's a bike, three up, and stealing phones, alright? Mhm. Now, me and my colleague has searched you. Have you got anything on you that you shouldn't? No. Okay, dude. Er bleibt einfach übelst easy. Piece of jigs, piece of McCaffrey from Beacon Police Station, okay? Okay. Obviously, we're searching in relation to articles involved in theft. Yep. And also for stolen goods, okay? Okay. Appreciate it's a bit of a fire and damage to jump out of you, but unfortunately, as I'm sure you're aware, moped robberies have become a major problem in London. Yeah, but er kann ja... Würden die jetzt schreiben, fake? Ich glaube nicht, dass das fake ist. Totenschläger sind in manchen Ländern erlaubt. Literally, the industry here said that two tourists robbed the last half hour. Totenschläger? Yeah, I know. Okay. Yeah. Harin, ja, danke. Yeah. Cheers. Just fair. Don't put us in a position where we have to take a bike with me. Put it somewhere else. Ja, das sind Polizisten, richtig. Sieht übrigens gestellt aus. Hatte ich jetzt ehrlich gesagt nicht das Gefühl, dass es gestellt aussah. Also wirklich nicht. Australien schreibt gerade einer, wie es, dass es in Australien ist. Das kann gut sein. Die hatten auf jeden Fall einen komischen Akzent. Geiles Video. Richtiger Kevin und die Crew verfolge ich natürlich tatsächlich. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir natürlich gerne auch ein Abo und ein Like da lassen, wie ich es gerade bei ihm getan habe. Und ist kostenlos nebenbei. und ihr könnt mir auch sehr, sehr gerne auf Twitch folgen oder einfach mir zuschauen. Da bin ich immer wieder live. Haut rein. Dankeschön fürs Zuschauen. Kuss geht raus. Ciao. Peace.